Ja, dann härtet man ab und tritt zu. Und das kennt man halt so aus Deutschland nicht. Und wir zünden die Viecher an. Die brennen bei uns ab und werden so dementsprechend entsorgt. Ich schätze immer alles als tödlich ein, bis es mir das Gegenteil bewiesen ist. Hier sind Waffen sehr viel Finde ich. präsenter, ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute denken von sich, dass sie aus Gummi sind. Oder Nein, das das. ist das eine, mit einem Kind Motorrad zu fahren, aber nochmal das andere, das so einzuhaken, seitlich baumeln zu lassen und auf der anderen Seite noch eine Gasflasche zu halten. Und heute wollen wir über die Schattenseiten, über das Leben in Paraguay berichten. Bereits, wo wir einen Monat hier waren in Paraguay, hatten wir sehr stark diese Anfangseuphorie und haben überwiegend über Positives berichtet. Daraus ist das Video entstanden, 10 Gründe, um Paraguay zu hassen. Wir haben gemerkt, dass die Leute ein starkes Interesse hatten, auch die negativen Seiten wiederzuspiegeln. Man sieht auch über 18.000 Aufrufe. Das hat uns damals schon bis heute umgehauen. Die Aufrufzahlen, es war unsere Meinung am Anfang. Wir hatten sehr viel auch, wie soll man sagen, diese erste Perspektive vom ersten Monat. Wir wollen jetzt nach über 8 Monaten Paraguay auf eins unserer ersten Videos reagieren und quasi selber auf uns selber reagieren. Und vielleicht auch ein paar Aussagen von uns richtig stellen. Es wird auf jeden Fall spannend. Bleibt dran. Hi, ich bin der Simon. Und ich Michelle. Viele unserer Zuschauer werfen uns vor, Paraguay von einer zu schönen Seite als Paradies zu präsentieren. Daher wollen wir in 10 Punkten darauf eingehen, was uns nach einem Monat Negatives aufgefallen ist. Genau. Sonnenbrand auf Sonnenbrand auf Sonnenbrand. Und auch seitdem ich das Motorrad habe, ich habe ohne Ende Sonnenbrand. Also das ist auch nochmal eine ganz konstruktive Kritik an... An die Sonne. An die Sonne. Ihr als Zuschauer habt auch die Möglichkeit. Also ich merke schon, Audioqualität und Videoqualität hat sich auch einiges getan bei uns. Aber die Sonne damals, es war für uns heftig. Wir waren damals Dezember in Deutschland noch. Ja. Und wir waren noch, ich war sogar noch Eisbaden. Grüße gehen raus an Josef. Und dann quasi vom Eisbaden in Deutschland rüber nach Paraguay zu einem der wärmsten Sommer seit Anbeginn der Wetteraufzeichnung hat einen schon übelst die Umstellung wirklich. Und dementsprechend auch viel Sonnenbrand. Aber man muss auch sagen, Paraguay haben wir jetzt von einer sehr kalten Seite erlebt. Auch, ja. Ich war echt begeistert, wie kalt Paraguay tatsächlich sein kann oder wie kalt es sich auch wirklich anfühlen kann. Also Paraguay hat tatsächlich zwei Seiten. Eine sehr warme, Ja. aber auch eine, die, wo man auch gern mal mit einer Jacke oder mit einem dicken Pullover rumläuft und auch mal durchheizt. Definitiv. Und auch gerade wegen der Sonnenstrahlen, uns ist auch aufgefallen, jetzt wo wir länger hier sind, dass man auch versteht, wieso viele Paraguayer eben langarm arbeiten, mit Kopfbedeckung und langer Hose. Und also man lernt auch die Seite irgendwie. Es gibt Tage, wo du super toll auch mit kurzen Klamotten rumrennen kannst, aber wenn du weißt, okay, es wird ein längerer Tag, ich bin viel draußen heute, dann macht man sich schon selbst den Gefallen, langarm zu tragen. Ja, wir sind wie so deutsche Touristen in T-Shirt und Shorts angekommen und haben dann direkt die starken Sonnenstrahlen abgekriegt. Aber auch die Sonne ist sehr aggressiv, also man muss sagen, Man schon. gewöhnt sich aber auch dran. Man Ja. gewöhnt sich dran, es ist auch sehr angenehm, die Ja. Wärme, aber ja. Negativpunkt Nummer 1 ist der, dass das monatlich durchschnittliche Einkommen hier in Paraguay sehr schlecht ist in Relation zu den Lebensunterhaltskosten. Die Lebensmittel und die Miete sind im Vergleich zu Deutschland ein Witz. Aber wie gesagt, im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Angestelltenverhältnis ist es dann doch sehr teuer. Ich hatte vergangene Woche zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch in einer Abteilung, wo es um einen handwerklichen Geschäftsbereich ging, wo dann einfach ein Stundengehalt von 1 Euro gängig war. Und alles, was darüber hinausgeht, schon eine sehr gute Bezahlung hier ist. Durchaus stehen hier Handwerker auf der Baustelle für den ganzen Tag und erhalten für diesen Arbeitstag 10 Euro. Das muss vielen bewusst sein und es setzt für viele auch voraus, dass sie dann sich selber Gedanken machen, sich selbstständig machen. Und für viele ist zum Beispiel auch ein Startkapital vonnöten, wenn sie zum Beispiel eine Schreinerwerkstatt aufmachen wollen oder eine andere Werkstatt oder irgendetwas anderes. Ja. Es muss vornherein einem bewusst sein und ganz viele Deutsche zum Beispiel arbeiten auch online, um einfach besser zu verdienen. Ja. Also von den negativen Seiten wirklich, ich habe im handwerklichen Angestelltenverhältnis in dem Bereich selten Leute gesehen, die über 200.000 Guarani pro Tag verdient haben. Zwischen 80.000
und 150.000 Guarani pro Arbeitstag. Hier läuft viel über Tagesgehalt. Und ich würde heute nicht mehr sagen, dass es ein Nachteil ist, sondern eher eine Herausforderung. Ja. Man muss aber sagen, damit geht Hand in Hand auch das Thema, wer online arbeitet, wer sein Gehalt international bezieht, also wer internationale Kunden hat, was heutzutage einfach möglich Muss ja ist, nicht gleich Deutschland sein. muss ja nicht Ja. nur Deutsch sein, das kann auch, können andere südamerikanische Länder sein, das kann USA sein. Der muss das hier, wenn das Einkommen aus Parag also aus dem Ausland von Paraguay entspringt, nicht versteuern. Das ist ein enormer finanzieller Vorteil. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, aber es gibt hier durchaus Leute, die durch diese Arbeit, durch dieselbe Arbeit wie in Deutschland, hier in Paraguay, viel mehr Geld übrig haben Ja. und damit auch viel mehr Freizeit haben. Und es gibt auch einige, habe ich jetzt kennengelernt, die arbeiten halt online morgens 2 Stunden, kriegen dann pro Stunde ihren Stundensatz von 15 Euro, 2 Stunden. Und den Rest des Tages arbeitet man im Garten, auf der Baustelle und kommt so super über die Runden. Man bleibt da aber ein bisschen abhängig von dem Geld, was aus dem Ausland kommt. Ja. Das sehe ich, also ich würde heute nicht mal sagen, dass es ein Nachteil ist. Ich sehe es als Paraguay bietet da ganz neue Chancen, aber auch neue Herausforderungen. Ja, ich kann zum Beispiel auch über mich sagen, in Deutschland habe ich als Mediengestalterin gearbeitet und hier habe ich ab und zu einfach selbst auf eigenständiger Basis Auslandsjobs angenommen, kleinere. Und es ist dann doch, Freelancer-Job. genau, und es ist dann doch möglich und es tut gut. Die Kapazität, klar, habe ich jetzt überhaupt nicht aktuell, aber es ist was Gutes, wo man weiß, okay, man hat jetzt quasi den Tagesbedarf bedeckt. Für den heutigen Tag. Ja. Es kann schon hart sein, wenn du dann deine 10 Euro pro Tag buckelst und Ja. fertig bist und es am Ende nicht reicht. So, das kann vorkommen, ja. Also, nun zum Thema Müll. Es ist tatsächlich so, dass es hier, wie in vielen Ländern ebenfalls, kein Pfandsystem gibt und auch keine Mülltrennung, was man schon ehrlich sagen muss, ein bisschen ins Herz geht, wenn man irgendwie das gewohnt ist, sein Leben lang und auf einmal plötzlich dieses. Ja, den Kontrast sehr deutlich zu spüren bekommen. Und auch jetzt in der Öffentlichkeit, Jeden Fall. genau, man muss sagen, Hohenau hält sich noch im Rahmen. Es ist ein bisschen gepflegter. Es gibt ja auch diese Müllabfuhr, die man bestellen kann. Dennoch findet man Müll auch rumliegen, sei es mal an einem Fluss oder auch mal am Straßenrand, in Parks, Wiesen. Aber wer jetzt auch an anderen Städten und Orten, wo wir waren, das ist doch deutlich auch spürbar. An Stellen, die auch schon wie ein Paradies, aber dann liegen da Windeln und alte Flaschen rum. Ja. Dazu kann ich sagen, es geht sogar noch weiter. Viele Paraguayer vergraben ihren Müll einfach im Garten. Alles Mögliche, wirklich Glühbirnen von bis. Einfach, man macht ein Loch und es gibt nicht eine große Grube auf einem 1 Hektar Grundstück, wo man alles reinschmeißt, sondern hier ein Löchchen, da ein Löchchen, überall gestreut. So, solche Dinge haben wir schon hier gesehen. Es ist keine Seltenheit. Man muss sagen, aber ich habe gesagt, kein Pfandsystem, das muss ich auch richtig stellen. Es gibt bei Glasflaschen immer wieder eingeschränkt Pfandsysteme. Zum Beispiel, wenn du dann ein Bier kaufst oder was? Oder eine Cola-Pfand, Cola aus so diese Glasflaschen, Glasflaschen. Ja. dann bekommst du aber beim Zurückbringen kein Geld, sondern du bekommst sie halt nur aufgefüllt wieder. Also du kannst nicht Pfand gegen Flasche gegen Geld tauschen, sondern du bekommst dann beim nächsten Einkauf der Cola aus der Glasflasche, Zahlst du zahlst du nur quasi den nicht, genau. Inhalt, aber wenn du jetzt ganz viele Glasflaschen kaufst und du denkst, wir haben da einmal ganz viele Glasflaschen gekauft und wollten dann das Geld zurückhaben, dann war plötzlich, Hatten wir die Gutschrift für so und so viele Getränke und wir dann hatten waren wir so, Gutschrift ah. und jetzt müssen wir quasi 15 Flaschen Cola tauschen und kriegen das Geld nicht. Ja. Und ja, Müll haben wir uns dran gewöhnt. Es war damals nur besonders heftig, dieser Kontrast zu Deutschland, aber man gewöhnt sich schon dran, dass hier und da halt was rumliegt. Manchmal hebt man auch was auf, tut Ja. auch was vielleicht dazu beitragen, wenn es da rumliegt. Ich sehe hier Entwicklungspotenzial, ja, dass man ein Auch bisschen mehr drauf achtet. für den eigenen Haushalt. Also für uns ist es dann auch irgendwann so geworden, dass automatisch ich dann doch ganz viel Biomüll einfach im Garten wie so eine kleine Biomüllecke gemacht habe, weil es dann doch irgendwie aus. Ja, es steckt einen ja drin, es ist Ja. unangenehm, Biomüll mit Altglas zusammenzuwerfen Genau. Und es und wurde auch schon, Kunststoff. ich glaube, hier auch in den Kommentaren mal so ein bisschen gesagt in der Richtung, so ihr Spießer. Ihr So, Spießer, ja. aber es ist halt einfach, wo ich sage, es schadet doch nicht, dann eine kleine Biomüllecke zu machen.
Nummer 3. Jetzt, wo wir hier sind, merken wir, wie kostbar es tatsächlich ist, etwas auf Amazon Prime zu bestellen, wenn eine Sache am nächsten Tag da ist. Und es ist tatsächlich ein Negativpunkt. Auch hier gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Dinge zu bestellen, auch auf ein Postfach, aber dann hat es Lieferzeiten von 2 Wochen. Ja. Hier wird man auch mit allem fündig, aber es beansprucht viel mehr Aufwand. Und grundsätzlich bei ganz vielen Produkten merken wir, es mangelt häufig an Qualität. Wir waren mit Simon zum Beispiel in einem Werkzeugladen, das will ich noch dazu sagen. Und Simon läuft durch und sagt zu mir, Michelle, also ganz ehrlich, ich fühle mich ein bisschen wie in der Spielzeugabteilung, weil einfach alles so, ja, ausschaut, als würde man es 3-4 Mal benutzen und das war's dann auch. Die Qualität, wir haben da echt Dinge schon mitbekommen, dass dann Leitern, zum Beispiel auf eine Leiter willst du doch vertrauen, wenn du dann extrem hochkletterst und dann fatzt die zusammen und ja, es ist tatsächlich auch für die Sicherheit ein erhebliches Risiko. Die Motorräder sind nicht ganz so sicher wie in Deutschland, dass da mal jemand ein neu gekauftes Motorrad die Speichen raushaut und dich fetzt auf der bei Höchstgeschwindigkeiten, wo ich sage, so, das ist echt kein Spaß, das ist ein Risiko, wo man auch wachsam sein muss und auch mitdenken muss, dass die Artikel und Produkte hier wirklich überwiegend schlechter sind. Kommt auch drauf an, wieder was, aber das ist tatsächlich eine Sache, die immer noch unangenehm ist. Es gibt Möglichkeiten, über Postfächer tatsächlich Amazon USA, dann über Netbox zum Beispiel nach Hohenau zu bestellen. Es dauert auch deutlich länger. Das ist halt der verwöhnte Europäer noch in uns. Wir haben es nicht gemacht, aber das ist halt dann doch der verwöhnte Europäer in uns. Aber es gibt in Paraguay deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Ja. Die Leute haben so gesagt, oh, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Dann gehe ich in den Laden und es gibt's hier und da, wo ich sage, so, hä, habt ihr mal in den Laden geschaut, bevor ihr euch hierher verschifft? So. Aber ja. Genau. Punkt Nummer 4. Es ist so, dass in Paraguay der Straßenverkehr, beziehungsweise der Tod im Straßenverkehr, die dritthäufigste Todesursache ist. Und ja, ich würde sagen, es geht noch schlimmer, aber dennoch merkt man definitiv, es gibt ab und zu riskante Fahrer. Es gibt Fahrer, die ganz viele ja auch ohne Helm fahren oder sonstiges, was auch auffällig ist. Wir haben gestern mit einem Einheimischen geredet und ich habe ihm so ein bisschen das Positive erzählt, was ich hier mag. Und er meinte auch direkt so, ja, der Straßenverkehr ist aber nicht so das, was man sich wünscht. Und das sagt selbst der Einheimische tatsächlich. Unsere persönliche Erfahrung nach einem Fußballspiel zum Beispiel sind extrem viele nach dem Fußballspiel. Saßen sie alle in Kneipen, haben was getrunken und sind alle ausnahmslos natürlich heimgefahren. Ja, also das war ehrlich gesagt für mich ein kleiner Schockmoment, weil ich nicht damit gerechnet habe, weil wir insgesamt selten Leute hier trinken sehen, aber an dem Abend war das irgendwie für alle so, ja, ist in Ordnung, selbstverständlich. Dann kommen wir zu... Also das Thema Straßenverkehr, auch ich sag das immer wieder. Die Leute sagen, oh, Paraguay, ich weiß nicht, die Kriminalität. Ich sag dir, vergiss die Kriminalität. Wenn ich die Kriminalität, der wir ausgesetzt waren, vergleiche mit dem Risiko im Straßenverkehr, war unser Leben 10-mal höher gefährdet durch den Straßenverkehr als durch die Kriminalität. Hier wirklich, ich bleibe dabei und ich sage, die Leute hier fahren echt komisch, riskant. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute denken von sich, dass sie aus Gummi sind. Wenn die da zu fünft, brettern auf dem Motorrad und dann irgendwie durch Hügel und auf dem klapprigen Motorrad. Ich denke mir so, euch fetzt es gleich. Und man sieht null dieses mögliche Risiko, dass wenn es da einen in kurzer Hose auf dem Asphalt entlang schlittert, dass es da zu krassen Verletzungen kommen kann. Ich frage mich auch jedes Mal, was das ist, ob das irgendwie... Sind das wir die Deutschen, die verklemmen? Ja, ob sie es falsch einschätzen oder ob sie extrem mutig sind. So, das kann nämlich auch oder sein. Oder extrem optimistisch. Nein, oder das ist das eine, mit einem Kind Motorrad zu fahren, aber nochmal das andere, das so einzuhaken, seitlich baumeln zu lassen und auf der anderen Seite noch eine Gasflasche zu halten und der Mann fährt vorne, während er irgendwie immer wieder Mathe-Tee trinkt. Ach, das ist schon... Aber ich muss noch dazu sagen, auch wenn der Verkehr im Prinzip heftig ist, ist es nicht so, dass ich Furcht habe, auf die Straßen zu gehen. Ich hatte schon viele Gespräche mit Menschen, die gesagt haben, boah, ich würde dann niemals Motorrad fahren. Wo ich sage, nee, sehe ich jetzt nicht. Also man muss deutlich mehr als in Deutschland noch zusätzlich für die anderen mitdenken, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so ein Ding, wo du sagst, oh, boah, ich würde niemals auf die Straße gehen. Ja, mit einem gesunden Respekt. Ja.
ist wichtig. Nummer 5. Was uns aufgefallen ist, was uns extrem aufgefallen ist, ist, dass Lebensmittel, die wir in Deutschland lieben und kennen, hier total anders schmecken. Und weil wir halt Gewohnheitstiere sind, bewerten wir das auch als nicht so gut, wie wir es kennen halt einfach. Genau. Es ist, sei es angefangen mit Schmand bis hin zu Senf, bis hin zu selbst die Cola schmeckt definitiv. Ich glaube, Fanta gibt es ja nicht mal die normale. Genau. Also es ist natürlich, es ist eigentlich kein Punkt, den man anmeckern kann, weil es ist ein anderes Land, aber es ist ungewohnt, wirklich. Man muss sich dran gewöhnen. Genau, an ganz viele Sachen haben wir uns gewöhnt und vieles finden wir inzwischen auch schon deutlich besser. Ja. Ich würde sagen, was sagst du? Ich würde sagen, das Thema juckt absolut nicht mehr. Ja, also für mich hat sich das total gegessen. Im ersten Monat schon so eine Umstellung, aber ich muss sagen, es ist nichts mehr, worüber man nachdenkt. Also genauso wie das Thema Hitze ist irgendwie, wo man nicht mehr drauf achtet, weil man sich gewohnt hat. Das Thema Straßenverkehr ist halt, ja, es ist halt so. Das Thema Müll, es ist halt so. Man nimmt halt die Umstände halt irgendwie an, man gewöhnt sich dran und auch das Essen. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch an sehr viele gute Dinge hier gewöhnt, die ich nicht vermissen möchte, wenn ich jetzt wieder in Deutschland wäre, mal angenommen. Wo ich sage so, ja, die Chippers und dies, das, wo ich sage so. Und auch viele sagen hier auch über die Fleischqualität, dass die deutlich höher ist, Fleisch viel preiswerter ist. Solche Sachen, wo ich sage so, aus Lebensmittelperspektive sehe ich inzwischen sogar mehr Vorteile als Nachteile. Auch. Und nun kommen wir zu Punkt Nummer 6. Wir sind beide Menschen, die eigentlich spazieren gehen, sehr lieben und vor allem abends. Ganz kurz noch zu dem Thema, ist mir gerade noch eingefallen, Gewürze ist aber so eine Sache. Das vermisse ich ein bisschen hier, die Vielfalt an Gewürzen, aber sonst. Das kann man hier ziemlich vergessen. Also das liegt daran, dass die meisten Menschen haben hier Hunde. Und die haben sie tagsüber meistens bei sich im Grundstück, im Gehege, sonstiges. Und abends lassen sie die einfach alle raus. Und wir sind auch mit dem Motorrad einmal gefahren. Nicht nur und in die falsche Straße eingebogen, sag ich mal. Und so ein Hund ist auch ganz schön flott hinterher, wo du dir denkst, zu Fuß könnte das ganz schön auch daneben gehen, meiner Meinung nach. Gerade auch mit Kindern oder... Genau. Also man muss da echt ein bisschen vorsichtig sein, wo man sich abends, in welcher Straße man sich aufhält. Dazu kann ich sagen, wir hatten viele theoretische Hundeangriffe, wirklich sehr viele. Hunde, die auf dem Motorrad sogar hinterhergerannt sind und fast, man könnte meinen, ins Bein gebissen, aber da muss man halt, ich muss sagen, inzwischen habe ich gute Stiefel an und wenn der Hund halt ins Bein beißen will, dann, ja, dann härtet man ab und tritt zu und das kennt man halt so aus Deutschland nicht und ich weiß nicht, die meisten Hunde, die kommen, kann ich jetzt inzwischen sagen, sind tatsächlich, die wollen einen nicht beißen, die tun halt nur Kläffer und die wirklich harmlos sind, aber manchmal muss man schauen, aber ich muss sagen, ja, vielleicht musst du, wenn du abends rumläufst und ein Hund auf dich zuläuft, musst du vielleicht auch mal auf den Hund eintreten. Also, ja, aber es gibt ja das Sprichwort, Hunde die Bellen beißen nicht und ich habe gemerkt, so, okay, doch, das trifft hier, ich würde mal behaupten, auf 80% der Hunde zu, aber der Punkt ist der, du weißt nie, ob nicht auch 20% von denen da dich gerade überraschen und wir kennen, haben auch jetzt Sachen gehört vor kurzem wieder, wo ein Kind gebissen wurde und musste operiert werden, aber die, ja, dieser Maßstab, sag ich mal, von dem Unfall zu wie viele Menschen Konfrontation haben mit Hunden, das ist schon sehr gering. Also ich merke, es ist immer, das ist, wenn du mal einen Schritt auf den Hund zugehst und merkst, wie er reagiert, dann kannst du es immer ein bisschen abschätzen. Dann merkst du schon so, okay, der zuckt zurück oder schon so. Wedelt okay, er mit dem Schwanz oder schaut einfach auf die Kinder, wenn ihr unterwegs seid. Nicht, dass irgendwie ein Hund mal irgendwie ein Kind schnappt anfällt, oder so anfällt, an die Kehle springt oder so. Aber sonst, wo ich den Nachteil sehe, wir haben da schon gesagt, wir gehen liebend gerne spazieren. Wir spazieren durch Hohenau sehr gerne, aber ich war jemand in Deutschland, der sehr gerne auf Wanderwegen spaziert, der sehr gerne durch die Weinberge, durch ausgebaute Wanderwege in Wäldern und durch Gebirgen Flüssen geht, und Flüssen und so weiter. Ja. Hier ist dieser große Nachteil, den ich sehe beim Thema, das mit Hunden, sag ich, das ist nicht mal vorbei, das ist meine damalige Perspektive, jetzt realisiere ich aber, hier Region Hohenau finde ich nicht die Anzahl und die so schöne Wanderwege und die wie ich es aus Deutschland kenne. Das ist was mir persönlich fehlt. Wenn ihr einen krassen Wanderweg kennt, irgendwie gerne was Schönes, gerne schicken. Aber für mich aus der Region, wo ich komme, ist es kein Vergleich
bis jetzt, was ich hier gesehen habe. Weil wenn ich rausgehe, dann zum einen Sojafelder, dann Maisfelder, dann Eukalyptuswälder, wo die Bäume perfekt angepflanzt sind. Ja, wer läuft denn durch einen eingezäunten Eukalyptuswald? Ist auch schön. Oder eine Kuhweide. Oder auch schön, aber viel ist halt auch privat, ne? Und dann privat, und dann hat man die öffentliche Straße, die kerzengerade ist, wo dann aber nicht mal ein Fußgängerweg ist. Und dann, wenn man dann was Naturbelassenes noch findet, dann ist es der Dschungel, der aber so verwuchert ist, dass du keinen Meter reinsetzen kannst. Dass du da mit einer Machete und Kettensäge dich durchkämpfen müsstest, aber da kannst du auch nicht wirklich wandern oder spazieren oder wie soll man sagen. Aber finde ich, man kann dafür eigentlich im Prinzip schöne Motorradrunden drehen. Ja, das ist auch sehr schön, und auch das Offroad gefällt mir sehr gut, dass nicht alles tot asphaltiert wird wie in Deutschland. Ja. 7, wenn wir schon beim Thema Tiere sind. Hier wird man überdurchschnittlich viel mit Ungeziefer, mit Kakerlaken oder Mücken konfrontiert, was jetzt nicht nur für Paraguay gilt, sondern für Südamerika allgemein. Also, ich bin am Duschen, ich bin mich am Abtrocknen, und hinterm Waschbecken kommt so ein komischer 1000- oder 100-Füßler hervorgekrochen und will mich angreifen. Und dann haben wir den mit einer Schüssel eingefangen. Geh mal näher ran. Und dann bin ich am Recherchieren, und dann steht drin, er isst Fleisch, und für Menschen ist er meistens nicht tödlich. Das hat uns natürlich sehr beruhigt. Man muss da. Zum Thema giftige Tiere. Ja, leg los. Neulich bei einer Grundstücksbesichtigung bin ich auf eine Schlange gestoßen, das erste Mal. Jeder, der mich kennt, weiß, ich kenne mich mit Spinnen aus. Jeder, der mich kennt, weiß auch, ich hatte in Deutschland jede Menge Vogelspinnen. An der Zahl, ich glaube, insgesamt hatte ich 25 Stück. Und ich weiß, wie man mit Ungeziefer umgeht. Aber ich habe immer nach Vogelspinnen gesucht. Jetzt sind wir bald fast ein Jahr hier, und ich habe keine einzige Vogelspinne gefunden. Ein Bekannter von uns kommt nach Paraguay. Simon, Nein, gesehen. Ja. Und ein Bekannter, der Andi, der kommt nach Paraguay. Erste Nacht, wow, Vogelspinne hier und da. Und ich so, Leute, wo seht ihr die? Wo? Aber solche Tausendfüßler und hier und da, hier gibt es sehr viel interessantes Kleintier auch. Aber gerade auch beim Grundstück haben wir Steine eingesammelt. Und dann unter den Steinen kommt dann X-Spinnensorten, Tausendfüßler und Zeug in verschiedenen Gattungen, wo ich mir denke, so heftig. Schwer einzuschätzen, ob da was gefährlich sein kann, aber überwiegend sind die Sachen nicht gefährlich. Aber es gibt gefährliche Sachen dabei. Bis heute weiß ich nicht, was passiert wäre, hätte mich diese Schlange gebissen. Ich denke, der Punkt ist immer der, das ist meine Herangehensweise. Ich schätze immer alles als tödlich ein, bis es mir das Gegenteil bewiesen ist. Weil also jetzt gerade auch zum Beispiel bei den Tausendfüßlern, wir waren jetzt auf dem Grundstück, wo Simon gerade erwähnt hat, und anscheinend kann man so in etwa sagen, wenn die Füße nach außen gehen, sind sie gefährlich, gehen sie nach unten, sind sie nicht gefährlich. Aber das Blöde ist, nachher gibt es da irgendeine Ausnahme und du weißt das nicht. Ich habe jetzt auch die Tage von Raupen gesehen, so Raupen, die richtig flauschig sind, und die sind anscheinend sehr, sehr giftig. Also, Kakerlaken werden ganz übel bei uns getötet. Ich sage das jetzt nochmal ganz laut hier. wir haben eine Möglichkeit gefunden, Kakerlaken anzuzünden. Wir zünden die Viecher an. Die brennen bei uns ab und werden so dementsprechend entsorgt. Und wenn jemand ein Video dazu haben will, wir bauen gerade einen Flammenwerfer. Einfach, man darf da nicht blauäugig an die Sache rangehen. Hier gibt es Tiere, die Begeisterung bringen, sie zu sehen und zu erleben, die man in Deutschland so nicht hat. Aber es gibt auch andere Tiere, die man lieber nicht begegnet. Von unten, kleiner Genau, Punkt Nummer 8. Was man hier auf jeden Fall lernen muss, ist Geduld. Zum Beispiel hatten wir am Montag, wir haben im Internet bestellt, am Montag sollte es kommen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag verstreichen, noch immer kein Internet weit und breit. Und das kann natürlich positiv sein, aber in manchen Dingen muss man ehrlich sagen, ist es negativ. Genau. Man muss hier definitiv Geduld lernen.
aber hier habe ich jetzt auch noch niemanden gesehen, der irgendwie unter Burnout leidet oder übermäßig gestresst ist. Genau. Die Leute, die arbeiten 10 Stunden auf der Baustelle, aber sie wirken alle sehr relaxed. Ja, also das ist etwas, wo ich nach wie vor sagen muss, Geduld musst du mit dir mitbringen hierher und hier noch definitiv ausreifen. Aber wie auch schon hier gesagt, es hat positive und auch negative, es hat beide Seiten. Ja. Wenn du mit deutscher Erwartungshaltung an Pünktlichkeit hierher kommst, dann wird es nervig. Wenn zu uns der Elektriker sagt, er kommt Mittwoch, dann rechne ich damit übernächste Woche Mittwoch. Und dann werde ich nicht enttäuscht, wenn er früher kommt. Ja. So muss man damit umgehen. Ja, ich habe auch von Leuten gehört, die dann überdurchschnittlich Trinkgeld geben, damit sie die Zuverlässigkeit steigern. Sowas kann funktionieren, ich habe es nicht ausprobieren. Muss es aber nicht, wenn es einem das wert ist. Aber man kann auch Druck machen, man kann es beschleunigen, wenn man es deutlich macht und sagt, ich rechne mit euch. Ja. Es ist halt so, irgendwie in manchen Dingen eben verzögert sich's, wo du denkst so, hä, das war jetzt nichts Schwieriges. Und aber die sind und dann doch manchmal so richtig pünktlich. In manchen Dingen sind sie auf einmal da und du bist so, wow, krass, wo kam das jetzt her? Und mir denkst so, krass, ja, schneller komm, als in Deutschland. Ja, einen Tag machen wir das und das und erledigt und plötzlich bist du so, also es ist irgendwie ganz witzig, das ist, es, du kannst es nie abschätzen. Das ist irgendwie so ein, ja. Kommen wir zu Punkt Nummer 9. Das ist ein Punkt, der mich besonders nervt, dass die Leute uns begegnen oder auch generell Deutsche mit dem Vorurteil, Deutscher ist gleich sehr viel Geld, ja. Reichtum. Wenn du hierher kommst, musst dir bewusst sein, dass auch wenn du nicht viele monetäre Mittel hast, du überdurchschnittlich betucht bist in dem Moment. Mhm. Was zum Nachteil sein kann, was auch sehr nervig sein kann, auch mit Anspielungen, die wir mitbekommen haben. Ja. Wir sind definitiv nicht mit viel nach Paraguay gekommen, aber diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen, ist definitiv irgendwie unangenehm. Ja. Also ich muss sagen, die Deutschen kommen nicht immer mit viel Geld, aber mit womit sie kommen, ist mit einem sehr hohen Lebensstandard. Ja. Das ist das Problem. Ja. Sie kommen mit einem sehr hohen Lebensstandard und deswegen werden sie als wohlhabender wahrgenommen. Ja. Allein die Klamotten, alleine wie sie wohnen. Man muss aber sagen, wenn ich kann hier einige Deutsche vergleichen und auch dazu nehme ich uns im Vergleich zu anderen Paraguayern, dass wir ärmer sind. Würden die Paraguayer, die hier alteingesessen sind, ihre hunderte Hektar Land verkaufen, ja, dann 100-mal reicher sind die wie wir. Aber wenn du ihr Leben beobachtest, ist ihr Standard viel, viel geringer als unsere. Ja. Wo sind wir mal neulich bei einem reingekommen? Seine Lehmhütte hatte nicht mal Stein, Betonboden, das war einfach nur Erde. Aber er hatte halt uns von seinem hektarweise Land erzählt. Sprich, sein Besitz ist anders verlagert und er hat einen geringen Lebensstandard, aber weil wir halt ja, gerne mal alle 2 Wochen essen gehen und er das halt nie macht, wirken wir halt sehr wohlhabend, was aber irgendwie in Deutschland einfach die Norm ist, alle 2 Wochen mal zu essen zu gehen. Es ist halt sehr interessant, wie Simon sagt, es ist so sehr unausgeglichen, wenn man hier als also deswegen ist es so extrem wichtig, dass wenn man generell in jedes Land auswandert, nicht nur nach Paraguay, dass man sich der Mentalität einfach anpasst, weil ich denke, das ist doch das Ziel, diese Reife, dieses Verändern, dieses Umdenken. Weil wir merken auch manchmal irgendwie so, oh krass, das ist, wir sagen uns das auch offen so gegeneinander, also das ist jetzt wieder voll unser deutsches Denken wahrscheinlich, wo wir irgendwie manchmal ablegen müssen. Und seid nicht hochmütig in Paraguay, weil der Typ in der Holzhütte mit so dicken Löchern in den Brettern, ja, hat am Ende so viel Land, dass du es nicht finanzieren könntest als Deutscher. Ja. Weil er einfach das von seinem Opa noch hat, weil er sich das selber über die Jahre hin erarbeitet hat und. Es ist total unangebracht und ich sag, es ist, ja, wir haben uns auch angepasst. Also wir leben nicht mehr den Standard wie in Deutschland, wobei wir zu den Leuten in Deutschland gehört haben, die auch sowieso nicht so sehr aufs materielle Wert gelegt, ja, haben, grundsätzlich, ja, oder irgendwie Prunk oder, ja. Also wer das haben will, dann schicke ich euch in eine andere Gegend von Südamerika oder in eine andere Gegend der Welt. Und das steht genau in Verbindung mit Punkt Nummer 10. Hier wird man sehr schnell konfrontiert mit sehr hoher Vorsicht, auch mit Einbrüchen. Die Einbruchrate ist hier sehr, sehr hoch. Beim ersten Tag hier haben wir schon beim Geldwechseln bemerkt, dass
ja, Geldscheine, die wir wechseln wollten, übersehen wurden, mit der Hoffnung, dass wir übersehen, dass uns nicht der gesamte Betrag rausgegeben wird und viele Kleinigkeiten, dass man hier definitiv nicht mit einer Blauäugigkeit reingehen darf, weil sonst wird man abgezockt und betrogen. Aber das trifft nicht nur auf Paraguay zu, sondern es trifft auch auf viele andere Länder zu, aber auch auf Deutschland. Österreich. Und Österreich, wo wir neulich auch betrogen worden sind von den Beamten. Beim Thema Einbrüche. Wir haben hier, seitdem wir hier sind, von einigen Einbrüchen gehört, aber es war überwiegend, nicht nur gewerbliche, also Läden, also Kassen, die ausgeraubt worden sind. Hier sogar gleich um die Ecke. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich gehöre nicht zu den Leuten. Kurz nach dem Einbruch bin ich reinspaziert und wollte der Michelle was kaufen. Und ja, da lagen da Munitionskapseln auf dem Tresen drum. Und er hat auch in Richtung der Einbrecher, Diebe geschossen. Und ich meine sogar, er hat einen getroffen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich muss sagen, aufgrund dieser Tatsache fühle ich mich nicht unwohl, weil es das ähnlich in Deutschland gegeben hat. Auf einmal Autos aufgeknackt und waren die weg. Da waren eher in Deutschland sogar im Privathaushalten die Einbrüche in Deutschland. Und ich muss sagen, auch das gab es hier. Ich habe jetzt von zwei Einbrüchen gehört im Privathaushalten, hier, seitdem wir hier sind. Einer davon ist nicht mal gelungen, aber die Leute sind hier auch bei Einbrüchen, so blöd es klingt, nicht so professionell. Also ich habe das Gefühl, die planen das nicht, sondern das ist eher so ein Ding von, sie sitzen am Abend zusammen und sind so, komm, wir machen das jetzt einfach. Ja, und ich muss sagen, hier muss halt jeder Einbrecher auch damit rechnen, dass wenn jemand mit Knarre in eine Bude reinläuft, dass der in der Bude auch eine Knarre hat. Ja. Und dass es hier andere Gesetze gibt, liberalere Gesetze, was das Thema Notwehr angeht, wo ich sage, ich als Krimineller und Einbrecher wäre lieber in Deutschland, so dumm es klingt, als hier. Was ich damit sagen will, ist, ich fühle mich in Paraguay sicher und teilweise auf manchen Ebenen sogar sicherer als in Deutschland. Zum Beispiel aber spazieren gehen, sehr angenehm, auch abends. Mag vielleicht auch komisch klingen, aber dadurch, dass hier Waffen auch präsenter sind. Hier sind Waffen sehr viel präsenter, Nimmt das aber auch irgendwie ein bisschen so die Furcht vor einer Waffe, weißt du, wie ich meine? Yeah. Wenn du in Deutschland mit einer Waffe, also vorgehaltene Waffe bekommst, ist es halt so ein Ding von, oh krass. Und ja, vor dem Supermercado, wenn da jemand mit der Schrotflinte steht, war es in den ersten Momenten ein Schock, aber im nächsten Moment darfst du selber auch eine Schrotflinte haben. Es ist nichts Exklusives, was jeder, der eine Zedula hat, darf auf legalen Weg hier eine Waffe besitzen und sie auch, glaube ich, sogar als Notwehrzweck sogar anwenden. Aber Michelle, fällt dir noch irgendwas ein, was du an Paraguay als Ganzes negativ findest, was wir damals nicht erwähnt haben? Ich denke, ich habe sehr viele, viele positive Aspekte über die Mentalität, die ich mag, aber ich denke, etwas quasi, was man negativ ausdrücken könnte, wäre, dass man manchmal diese Mentalität hat, das habe ich schon von vielen gemerkt, dass sie Probleme nur kurzfristig lösen. Also quasi, sie denken nicht in die Zukunft. Eine langfristige, sondern es ist so ein Ding von, lass es eine Reparatur, nur als Beispiel, dass beim Toilettenspülung was nicht funktioniert und anstatt, dass es lang für die Dauer repariert wird, ist es so ein Ding von, wir reparieren das jetzt. Und das sollte für heute erstmal funktionieren. Ja, kein langfristiges Ergebnis. Und dann schnell mal Kabelbinder, schnell mal Panzerband am Auto. Viele Leute, die ihre Autos auseinandernehmen und plötzlich merken, boah, krass, das wurde einfach nur zusammengebunden mit einem Faden. So. Und das sind halt Dinge, wo ich sage, oh, eigentlich haben die so viel Potenzial, Dinge zu machen. Weil die Menschen sind trotzdem, die haben die Fähigkeiten, aber weil sie es so kurzfristig machen, verbocken sie. Kurzfristige Lösung, so ein bisschen Pfusch, sag ich jetzt mal. Aber auch nicht alle, aber überwiegend schon. Und was für mich eine. Als Beispiel, zum Beispiel gab es jemanden, den wir kennen, die haben Blutproben gemacht, Blutabnahme, und da wurden halt einfach mal zweimal hintereinander die Blutproben vertauscht, die Ergebnisse. Und das sind halt Dinge, das darf eigentlich nicht passieren. Schattenseiten noch, ein sehr hoher Spritzmittelgebrauch hier in Südosten von Paraguay, sehr hohen Spritzmittelkonsum sehe ich als Nachteil, was für mich auch ein ganz übler Nachteil ist, aber das ist das Einzige, was ich auf gut Deutsch aus Deutschland vermisse, ist einfach der Luxus. Also uns fehlt eigentlich auf gut Deutsch gesagt nur der Luxus und die Familie. Könnten wir den Luxus, diesen unnützen Luxus, das wäre gut für die Seele, so. Ja, ein Boiler schön mit Regendusche und eine hochwertige Dusche. Ja, ist
Aber ich muss sagen, das war's aber auch. Könnte ich ein bisschen mehr Luxus mitbringen aus Deutschland und meine Eltern und meine Familie, dann hätte ich wenig Gründe, zurückgehen zu wollen. Oder Bekanntschaft, Verwandtschaft. Ja. Und sonst aber, unsere Maßstäbe sind aber auch nicht die, dass wir Luxus leben wollen. Aber ich muss sagen, das ist so einer der Nachteile, wo ich sage so, ja, das vermisse ich, das mag ich am Paraguay nicht. Ich würde gerne mal wieder auf eine Autobahn mit 200 Brettern. Ja. Aber das ist jetzt nicht, das sind nicht meine Werte, das ist nicht mein Lebensanspruch, dass ich das so haben muss. Aber abgesehen von diesen Punkten, guck auch vorbei, 5 Lügen über Paraguay, die du glaubst, oder waren es 5 Lügen, waren es 10 Lügen? Ich verlinke es auf jeden Fall. Da nenne ich einfach ein paar Lügen, die allermeisten übers Leben in Paraguay glauben. Und an der Stelle wollen wir uns auch schon verabschieden. Genau, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.